Die Fraktion der unabhängigen Bürger in Schwerin hat auf organisatorische Mängel beim Ablauf der Oberbürgermeisterwahl hingewiesen. In einem Schreiben an die Wahlleitung der Stadt wurde darauf hingewiesen, dass Bürger ihr Wahlrecht nur mit Nachdruck wahrnehmen konnten, da sie zwar ohne Wahlbenachrichtigungskarte, aber mit Ausweisdokument im Wahllokal erschienen sind. Außerdem wurden Unterbrechungen im Wahlablauf aufgrund fehlender Wahlzettel oder voller Wahlurnen moniert. Die Reaktion der Stadt? In der Beschwerde der unabhängigen Bürger gibt es ja die unterschiedlichsten Vorwürfe. Wir haben alles nochmal komplett auf den Prüfstand gestellt. Es gab, das habe ich immer schon gesagt, kleinere Probleme, die aber seitens der Wahlbehörde am Wahltag immer umgehend umgesetzt und gelöst wurden, sodass an der Regelmäßigkeit, Rechtmäßigkeit der Wahl überhaupt kein Zweifel bestehen kann. Wir haben eine ordnungsgemäße Wahl durchgeführt. Am kommenden Sonntag wird Schwerin in einer Stichwahl über den Oberbürgermeisterposten entscheiden. Die Amtsinhaberin Angelika Gramko von den Linken tritt dabei gegen den SPD-Kandidaten Dr. Rico Badenschier an. Wer noch eine Entscheidungshilfe braucht, kann sich beide Bewerber im Interview der Woche ansehen. Dr. Badenschier war seit Freitag bei uns zu sehen. Angelika Gramko sehen Sie heute im weiteren Programm im Gespräch mit Thomas Böhm.